Ja, hallo miteinander. Wir gehen jetzt vom hohen Norden in den Süden, wo es aber auch schneit. Ich sehe mich im Bildschirm, ich hoffe, man hört mich auch. Ich habe die Folien, kommen dann noch, genau, hier kommen auch noch die Folien. Also ich mache weiter mit dem Thema 3D, aber aus der Sicht von Game Engines. Das ist mal was Neues, das hat es noch nicht gegeben, das Thema. Und ich werde ein bisschen was darüber erzählen, aber jetzt vor allem auch zeigen, wie das aussieht. Zu mir selbst, ich arbeite für Sourcepol. Wir sind in der Schweiz, in Zürich stationiert. Wir machen QGIS, Kernentwicklung oder auch Weiterentwicklung, Erweiterungen, machen Maintenance Support, WebGIS, im WebGIS-Bereich, QGIS Web Client 2. Kennt man wahrscheinlich, wir betreiben QGIS Cloud für QGIS-Projekte zu publizieren und haben auch einen T-Rex-Vektorteilserver im Angebot schon als Entwickler seit 2 Jahren unterdessen, denke ich, und noch weiteres. Aber das zur Einleitung. Ich beginne jetzt mit 3D und zeige zuerst mal quasi so ein klassisches Webportal, das man kennt, das unter 3D läuft. Typisches Webportal mit 3D-Funktionalität. Als Gegensatz jetzt, wie sehen Landschaften und Städte in Games aus? Dazu habe ich jetzt einen Film geschnitten, so ein paar Ausschnitte, Sequenzen aus Games der letzten 2, 3 Jahre und möchte den jetzt zeigen. Also wir haben zuletzt jetzt auch gerade wieder OpenStreetMap-Daten gesehen, aufbereitet von einer österreichischen Firma aus Graz, die das für den Microsoft Flight Simulator 2020 gemacht hat. Das so ein paar Eindrücke und was sich eigentlich in den letzten Jahren entwickelt hat in der Game-Industrie ist, dass diverse Studios die Engine hinter ihren Games publiziert hat und damit stehen auch Anwendern dieselben Game Engines zur Verfügung. Also zuerst muss man auch noch sagen, wenn ich jetzt das vergleiche mit 3D GIS, ist es vielleicht, will ich jetzt nicht die GIS-Welt schlecht machen, muss ich auch vor Augen führen, dass das eine ganz andere Industrie ist. Es geht hier um 140 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Also wir sind da in ganz anderen Dimensionen und Deutschland ist einer der großen Märkte davon. Mit 6,2 Milliarden in 2019. Also da sind ganz andere Dimensionen dahinter. Und jetzt zu diesen Game Engines, da habe ich jetzt mal die drei wichtigsten aus meiner Sicht zusammengestellt. Die Unreal Engine kennt man vielleicht von Epic Games schon gehört wahrscheinlich. Da bezahlt man einen Anteil am Gewinn, aber einer gewissen Gewinnschwelle, so als Bezahlmodell. Dann gibt es Unity. Das ist für Privatprojekte oder für kleine Projekte noch gratis, aber dann muss ich was zahlen pro Monat. Und dann zum Thema dieses Vortrags, zum Hauptthema nämlich zu Godot. Das ist eine Open Source Game Engine, die aber absolut konkurrenzfähig ist. Dahinter steht die Software Freedom Conservancy als Organisation, eine große Community und auch immerhin 9 bezahlte Developer, Entwickler, die dahinter stecken. Insgesamt gibt es einige mehr. Es gibt 30 Core-Contributor und insgesamt 1300 Contributor. Die Game Engine selber wird, schätzt man, 15.000 bis 20.000 aktive tägliche User, die die Engine nutzen und 1 bis 2 Millionen Installationen. Und es gibt über 5.000 Games, die auf itch.io publiziert sind. Also es ist schon ein recht großes Projekt. Nicht ganz so groß wie die ersten zwei, die bekanntesten, aber Nummer drei und stark am Aufholen. Und da läuft wirklich sehr viel. Was kann dieses Godot? Es bietet ein GUI an mit grafischen Editoren, 3D, 2D und Texteditoren. Man kann es betreiben unter Linux, macOS, Windows und BSD. Beim Installieren werden die einen schon ein bisschen überrascht sein. Das ist ein Binary, das ist 30 Megabyte groß und das ist es, da ist alles drin.
Es basiert auf einem Knoten-Szenensystem, das zeige ich dann nachher gerade in einer Demo. Es hat 2D-Engine, eine 3D-Engine, also kann verschiedene Arten von Spielen machen. Ich kann animieren, also habe so ein Animationssystem eingebaut. Und es ist natürlich programmierbar, das ist der Clou dieser Engines. Wobei die Schwelle hier recht tief ist, also mit, wenn man Python kann, dann kann man hier eigentlich recht schnell beginnen, auch kleine Programme zu schreiben. Das nennt sich GDScript, diese Sprache, die an Python angelehnt ist. Und dann gibt es auch GDNative, C-Sharp, C++ und andere Sprachen. Und als dritte Möglichkeit gibt es ein visuelles Scripting. Weitere Taten sind Logging-Funktionalitäten, Debugging, Profiling und auch Augmented und Virtual Reality Support ist jetzt in der letzten Version dazugekommen. Und so werden die bekanntesten Toolkits werden unterstützt, also OpenVR, OpenXR, Oculus und so weiter. Wenn ich mein Game oder meine Applikation gemacht habe, dann kann ich die auf verschiedene Plattformen exportieren, weil ich gebe nicht die ganze Engine weiter, also das GUI, sondern nur das Game schlussendlich. Und das wiederum kann ich exportieren auf Linux, Mac und Windows, aber auch auf mobile Geräte. Und das ist ja sehr wichtig für heutige Games auch. Android und iPhone wird unterstützt. Und die dritte Möglichkeit, auch sehr spannend, ich kann webbasierte Anwendungen auf genau gleichen Plattformen machen. Die wird in WebAssembly übersetzt und die kann ich dann als Web-Applikation publizieren. Da kann ich leistungsmäßig ein bisschen weniger machen, aber funktionell genau dasselbe, was ich sonst auch machen kann. Gut, dann würde ich jetzt eine Live-Demo zeigen, wie dieses Godot aussieht. Ich habe hier ein einfaches Projekt vorbereitet, das zwei Sachen enthält, eine Kamera und mal ein Würfel. Der Würfel ist, hier kann man im 3D-Editor sehen, ich kann ihn bewegen. Das ist ein 3D-Szenen-Editor, der grafische Editor. Und hier auf der linken Seite, das ist, sind diese Knoten, also alles, was ich hier einfüge, füge ich als Knoten in so einen Szenenbaum ein und dann kann ich hier verschiedene Szenen zusammenbauen. Ich habe jetzt hier diesen Würfel auch schon ein bisschen was hinzugefügt, nämlich eine Masse. Ich habe gesagt, das sei ein Rigid Body mit einer größeren Masse. Das heißt, wenn ich jetzt das laufen lasse, und das ist hier der Button rechts oben, mit Play sieht man das schon, wird schon was bewegen, hier auf der linken Seite. Also der Würfel fällt jetzt runter. Und ich habe jetzt noch nichts programmiert, das ist jetzt reine Physik. Also die Game Engine hat natürlich auch eine Physik Engine. Und durch das Gewicht ist jetzt der Würfel runtergefallen. Als nächstes werde ich jetzt ein Gelände einfügen. Und zwar mache ich das, habe ich mir das als Szene exportieren lassen. Und zwar von diesem elevationapi.com. Da kann man sich Höhendaten, Luftbilder, zugehörige und auch OSM-Daten als 3D-Modell produzieren lassen. Das habe ich jetzt hier gemacht und habe es hier jetzt auch schon unter Terrain reingeladen. Also dieses GLTF enthält dieses, meinen Ausschnitt. Ich ziehe jetzt das hier hoch als Knoten. Ah, jetzt bin ich hier schon ein bisschen, jetzt gerade unter dem Gelände gelandet. Oder ich gehe jetzt hier mal rein, wie es hier aussieht. Okay, so sieht jetzt das Gelände aus. Das nehme ich im Moment noch raus. Also ich habe ein Terrain, ich habe Gebäude, das sind die in Rot darüber, ich kann sie schnell ausblenden. Jetzt habe ich sie eingeblendet, wieder ausgeblendet. Und dann habe ich auch noch ein paar Wege, Straßen aus OSM-Daten drin, die habe ich jetzt hier reingeladen. Ich zeige hier das Gelände auch mal noch in Wireframe-Ansicht. Ja, man sieht es einigermaßen. Das heißt, das besteht hier so aus einem so ein Wireframe und mit überlagertem Bild. Hier, um was Einfaches zu zeigen. Gut, jetzt muss ich mich hier wieder hochbewegen. Wo bin ich?
Ich bin in Frontperspektive. So. So, ich lasse jetzt nochmal laufen, meinen Würfel, was jetzt passiert. Hier wird mein Würfel wieder runterfallen. Ah. Aber man sieht einerseits, gut, ich habe das Gelände jetzt gerade verschoben, das muss ich jetzt gerade korrigieren. Und der Würfel fährt natürlich immer noch einfach beliebig weit runter, weil ich habe noch gar nichts. Ich wollte jetzt das Terrain, ich muss es noch verkleinern, weil es kommt ein bisschen zu groß, die Kamera sieht nicht so weit. Das heißt, ich skaliere es jetzt noch 20% runter. Und da muss ich jetzt wieder näher reingehen. So. Gut. Ich zeige es nochmal, sieht jetzt ein bisschen besser aus. Ja, jetzt fällt der Würfel halt durch das Mesh durch. Und was muss ich jetzt machen, damit der Würfel hier aufgehalten wird? Ich muss sagen, dass dieses Gelände auch eine Physik hat. Das heißt, ich muss aus dem einen sogenannten Rigid Body machen. Also wenn ich jetzt hier ins Terrain reingehe, habe ich hier das Terranode und nehme jetzt hier das Mesh und sage dem, er soll ein Static Body aus diesem Gitter produzieren. Habe jetzt gerade geklickt, geht jetzt eine Zeit. Genau, jetzt sieht man dieses überlagerte Mesh, das ich jetzt gerade wieder ausblende. Also hier, das ist jetzt quasi das Kollisionsgitter oder Kollisionsmesh, das man hier so in Blau vorgesehen hat. Und jetzt sollte sich die Anwendung schon anders verhalten. Ich habe es wieder laufen lassen. Er hat es ein bisschen länger zum Speichern. Er muss jetzt auch noch mein Kollisionsmesh mitspeichern. Oh, jetzt habe ich noch einen Fehler gemacht. Und jetzt sieht man, wie der Würfel den Gelände entlang weiterrollt. Und als letzte Punkt der Demo zeige ich jetzt noch, wie, jetzt habe ich noch nichts programmiert, das ist jetzt alles reine Physik. Und jetzt will ich noch ein ganz kleines Programm machen. Nämlich, ich will zeigen, ich habe es hier schon vorbereitet, ich zeige schnell. Also ich habe hier auf den Spatial Node ein kleines Programm gelegt. Hier sieht man, das ist jetzt so Python-ähnlich. Ich lade die Cube-Szene, also den Würfel, und warte hier jetzt auf ein Input-Event und sage, wenn die Space-Taste gedrückt wird, dann erzeuge ich noch einen neuen Würfel, einen weiteren Würfel. Und das habe ich jetzt hier mit Func-Throw-Cube schon vorbereitet. Ich sage Box gleich rbcube Instance. Und ich zeige mal hier schnell, vielleicht wenn man tippt. Also ich habe hier auch Unterstützung in diesem eingebauten Editor. Das ist sehr praktisch zum Arbeiten. Und da muss ich sagen, add child. Also ich nehme jetzt diese instanzierte Szene und füge die meiner Hauptszene hinzu. Also das ist mein kleines Programm. Ich speichere das und lasse meine Applikation nochmal laufen. Ich habe jetzt hier, also normalerweise geht das sehr schnell, ich habe jetzt hier ein bisschen ein großes Mesh drin, das er zum Speichern und Laden ein bisschen länger hat. So, jetzt kommt dann die Szene wieder. So, und jetzt drücke ich noch, das ist der erste Würfel, und wenn ich jetzt die Space-Taste drücke, dann kommen jetzt ganz viele Würfel, die untereinander sich physikalisch reagieren und sich deshalb auch ein bisschen zufällig hier bewegen. So, das war jetzt so meine kleine Demo, um einen Eindruck zu geben, wie sich so eine Game Engine anfühlt. Wie bringe ich jetzt Geodaten in die Game Engine? Das ist jetzt das nächste Thema.
Und da muss man zuerst mit neuen Begriffen beschäftigen, aber auch mit neuen Formaten. Wenn wir über Rasterarten sprechen, dann sind das bei den Games sind das entweder Sprites oder Texturen. Vektordaten, so klassische Vektordaten, arbeitet man praktisch nicht im 3D-Bereich, jetzt im Game-Engine-Bereich, sondern man arbeitet immer mit Meshes. Das heißt, ich muss die hier umwandeln in Meshes. Dasselbe für Point Clouds, die gibt es, wandle ich auch in Meshes um, oder die 3D-Tiles, wo ich noch mehr dazu sage, die unterstützen auch die Darstellung von Point Clouds oder die Einbindung in eine Game-Engine. Das Styling, da spricht man hier von Materialien bei Games. Die bestehen wiederum dann aus Texturen oder sind parametrisiert. Ich kann sagen, sie sind metallisch oder glänzend und reflektieren oder sind matt. Das heißt, ich kann das Material parametrisiert stylen oder ich kann einfach Bilder drüberlegen, Texturen, wo dann aber auch die Reihigkeit und andere Sachen drin sind. Und alles zusammen ist dann eine Szene. Also ein bekannter Container für eine Szene ist GLTF. Was gibt es im GIS-Bereich für Standards für 3D? Das bekannteste ist wahrscheinlich CityGML. Das ist ein OGC-Standard, wo man genau solche Sachen austauschen kann, also für den Datenaustausch sehr gut geeignet. Dann gab es jetzt in den letzten Jahren zwei Community-Standards. Das ist ein bisschen Level tiefer von OGC-Standards her, weil die sind nicht von OGC selbst gemacht, sondern das sind Firmen, die einen Standard publiziert haben und OGC anerkennt den als Community-Standard. Zuerst war Esri dran, die haben I3S als Standard publiziert. Der kann, ist, das heißt Index 3D Scene, das heißt hier geht es auch um 3D-Objekte, Buildings, Meshes und jetzt in der neuen Version auch Point Cloud-Daten. Das wird dann auch einfließen in die nächste OGC-Version oder OGC-Community-Standard-Version. Dann gibt es von Cesium einen Standard, den OGC-Community-Standard. Das sind die 3D-Tiles. Das ist wieder, also enthält sehr ähnliche Sachen. Also man hat ein Teilformat. Das ist eine GLTF-Erweiterung, wo ich geometrische Daten reinpacken kann, aber auch Metadaten und auch ein deklaratives Styling, auch Point Cloud Daten, also ist auch recht vielfältig. GLTF habe ich jetzt ein paar Mal erwähnt, also das sind die OGC Standards und jetzt die Industrie Standards im 3D-Bereich ist ein wichtiger, dieses GLTF, das Szene-Format. Das gibt es als JSON, aber auch als binär. File, das enthält alles, was ich jetzt so ein bisschen gezeigt habe, also diese Knotenhierarchien, Materialien, aber auch die Kameras, Animationen, das kann Raster sein und es können Meshes sein. Es wird von der Kronos Group gepflegt, das ist, die betreuen auch OpenGL kommt daher und noch andere Standards im 3D-Bereich. Wie mache ich jetzt so eine Szene oder ein wirklich so ein fortgeschrittenes Objekt? In Godot animiere ich das, ich mache ein Programm damit, aber wenn ich etwas entwerfen will, dann ist eigentlich das wichtigste Tool in dem Umfeld Blender. Das ist nochmal eine Nummer größer von der Finanzierung her, von der Community her, weil das ist quasi einfach das 3D-Grafik- und Animationsprogramm schlechthin. Kann ich allen empfehlen, ist aber eben von Umfang und Komplexität auch nochmal Godot oder auch Cookies hoch 3. Also das ist gewaltiger Umfang. So quasi Video-Editor ist so ein kleines Tool am Rande. Da hat es noch viel mehr drin. Jetzt kann man recht viel schon mit Blender machen, was ich sonst mit Godot machen auch kann. Deshalb habe ich hier eine Gegenüberstellung gemacht. Also Blender ist eigentlich darauf konzentriert, halt wirklich Szenen zu kreieren. Es gibt auch viel mehr so Tools zum Gestalten, also Sculpting zum Beispiel. Und es hat halt auch ein High-Quality-Rendering drin, wo ich dann auf einer Renderfarm für eine Woche meine Grafiken
rendern lasse, im Gegensatz zu Godot, wo halt alles echtzeitfähig sein muss. Viel mehr Animationsmöglichkeiten, aber das Endprodukt ist normalerweise ein Bild oder ein Animationsfilm. Und bei Godot geht es darum, dass es halt interaktiv ist, deshalb programmierbar sein muss, eignet sich in dem Sinne auch noch stärker für VR, AR-Applikationen. Und es gibt dann eine Runtime für die verschiedenen Plattformen, wie ich gesagt habe. Das ist das Spezielle. Und das Endprodukt ist dann eben eine interaktive Anwendung. Jetzt fragt man sich ja, was ist jetzt eigentlich GIS, Desktop GIS in dem Umfeld? Und ich finde, es hat weiterhin eine Aufgabe. Eben, es wird nie auf diesen Stand kommen. Ich meine, es ist ein Riesenabstand zwischen HD3D und Game-Szene. Das wird man im GIS-Bereich nie aufholen können, wenn man das alles nachprogrammiert oder man nutzt diese Tools. Und das muss das Ziel sein. Man muss halt schon 3D-Daten anzeigen können. Man soll sie auch verarbeiten können. Aber dann ist eigentlich wichtig, dass man importieren und exportieren kann, um dann auf diese spezialisierten 3D-Tools damit arbeiten zu können. Was sind so die Aktivitäten im 3D-Game-Engine-Bereich? Da gibt es einerseits seit Oktober die erste Beta-Version von ArcGIS Maps SDK für Unity und Unreal. Und auch im Open-Source-Bereich ist Cesium dran. Die machen Cesium for Unreal, sind die am Arbeiten, haben auch schon ein bisschen was publiziert. Da geht es vor allem darum, dass man die 3D-Tiles in Unreal darstellen kann. Auf der OGC-Seite sind auch Aktivitäten da. Einerseits dieser I3S-Standard wird gerade überarbeitet. Dann gibt es von CityGML ein Schwesterformat, nämlich CityJSON, das jetzt im Entwurf publiziert ist. Und CityGML 3 ist ebenfalls im Entwurf publiziert. Und es gibt auch so Gaming-Sprints, wo verschiedene Firmen, vor allem Firmenvertreter, miteinander in diesem Bereich arbeiten und Know-how und Daten austauschen auch. Was gibt es jetzt im Bereich Godot? Also wie kriege ich Geodaten in Godot? Was ich vorher gerade gezeigt habe, ist, dass dem Elevation API, dann gibt es ein Heatmap Terrain Plugin, das kreiert mir Meshes aus Terrain-Daten. Dann gibt es weiter, jetzt ganz neu vorgestellt von einer von österreichischen Entwicklern, gibt es Geodot. Das ist ein Plugin für Godot, um mit Ogger und GEDAL-Daten, Geodaten in Godot verwenden zu können, also reinzuladen und auch damit arbeiten zu können. Ihre Anwendung ist eine Landschaftsplanungsapplikation, also so ein Landscape Lab. Das ist ein Godot-Plugin. Was braucht es aber noch weiter? Was könnte man noch machen? Ich habe da einige Ideen und da nicht so viele Fragen sind, darf ich auch vielleicht noch ein bisschen ausbreiten. Es gibt noch sehr gut geeignete Formate, die noch nicht so gut unterstützt werden. Vielleicht Geobuff, Coctiv wurde schon genannt. Vielleicht dann noch eine bessere oder eine gute PostGIS-Anbindung. Das wäre sehr nützlich. Dann diese 3D-Tiles direkt darstellen können in Godot, wäre sehr spannend. Möglicherweise auch andere Formate, CAD-Formate, BIM-Formate, die ich einbinden kann und dann XR-Anwendungen machen kann. Einen guten CityGML-Konverter, der nicht so viele Umwege geht, vielleicht direkt Szenen kreiert oder auch optimiert für Godot ein Output generiert. Dann arbeiten alle mit OSM-Daten und hier wäre quasi so eine gemeinsame OSM-3D-Datenpipeline sehr nützlich. Dann ganz andere Richtung, wenn ich mir prozedural gestalten will, also nicht mit fertigen Daten und Bildern arbeiten will, dann wären prozedurale Stadtmodelle sehr interessant. Und wenn man mit dem im Bereich arbeitet, dann
es wäre sehr nützlich, wenn es ein bisschen Austausch gibt von diesen Modellen in dem Bereich, wo wir hier jetzt uns befinden. Also, dass man Modelle für Vegetation austauscht, halt Verkehrsampeln oder was es alles da so gibt, Hydranten und solche Sachen. Also so eine Austauschplattform wäre sehr nützlich. Die Anwendungsgebiete sind sehr groß. Eben das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, kam aus der Landschaftsplanung. Aber klassisch, oder was man zuerst vielleicht daran denkt, sind auch so Stadtplanungssachen, wo ich halt neue Gebäude zeigen kann oder über große Überbauungen und vielleicht auch Schattenmodelle und solche Dinge zeigen kann. Und eben jetzt mit einer Game Engine sogar interaktiv, das heißt, ich kann durch die Stadt wandern und mit meiner VR-Brille sehe ich die Gebäude von der Straße aus oder von wo ich auch schauen will. Verkehrsplanung wäre ein Gebiet, halt AR allgemein, Navigation, Indoor, Outdoor. Man kann auch historische Daten darstellen, also Gegenüberstellung historisch aktuelle Daten kann man hier sehr gut machen. GIS mit User-Interaktion in VR und dann wirklich halt so GIS-Operationen, Messen, Schattenwurf, Sichtbarkeitsanalysen kann man sehr gut machen und vielleicht auch wieder überhaupt mehr mit GPU machen, weil man sieht, alles was wir hier sehen, das ist immer GPU, also Grafikkarte und die ist enorm optimiert und viel leistungsfähiger als die CPU in Sachen 3D-Rendering. Gut, das sind so die Ideen. Also ich möchte ermuntern, mit Godot zu arbeiten, downloaden, starten. Es gibt viele Videotutorials. Ich möchte ermuntern, halt diese 3D-Open-Source-Tools anzuschauen. Es sind große Gebiete, also man ist nicht so schnell drin, sondern man muss hier wirklich viel Zeit investieren. Man kann sich auch Leute holen. In der Hochschulen wird es im GIS-Bereich, sieht man selten, aber jetzt so im künstlerischen Bereich, da wird halt für visuelle Gestaltung 3D kennen die heutigen Studentinnen und Studenten diese Tools, Game Engines und 3D-Gestaltungsengines. Das heißt, vielleicht muss man die auch ins GIS rüberholen, dass die uns helfen, hier wirklich State of the Art 3D-GIS machen zu können. Gut, das sind meine vorbereiteten Folien. Jetzt hätten wir, glaube ich, noch kurz Zeit für Fragen. Okay, ihr seid online, denkt daran, dass ihr braucht, weil wir jetzt planen, sowohl jetzt gerade als auch. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank für den Vortrag. War beeindruckend, was du gezeigt hast. Im Chat auf, die du dann im Moment des Erscheinens der Frage mit der nächsten Folie beantwortet hast. Das heißt, es gibt jetzt im Moment keine offenen Fragen im Chat für dich. Vielleicht kommt noch was. Eine Sache ist mir gerade persönlich aufgefallen. Du hattest was von den Grafikprozessoren geschrieben, dass man da GIS-Operationen auslagern kann. In meiner Vorstellung oder die Frage, muss man dafür denn wirklich 3D-Rendering-Engines haben und Daten nutzen? Kann man nicht auch über andere Methoden in der Programmierung auf den Grafikprozessor zugreifen und einfach mit den klassischen Daten arbeiten, um da schneller zu analysieren? Oder habe ich es völlig falsch verstanden alles? Also es ist so, wenn man mit GPU arbeitet, muss man... Also im 3D-Bereich mit GPUs ist es immer so, dass ich Daten in die Grafikkarte hochladen muss und dann da die bearbeite. Das heißt, ich lese die Daten ein, schicke sie auf die Grafikkarte und da bearbeite ich sie. Ich meine, das geht im Hintergrund automatisch. Es geht auch mit 2D. Es wird auch 2D-Rendering mit GPU gemacht. Also heutige Browser-Engines, die machen SVG-Darstellung, zum Beispiel Firefox, die ist bereits GPU unterstützt. Also das wird auch gemacht, aber eben so richtig GIS-Funktionalität, Analyse wird eigentlich jetzt nicht mit GPU gemacht, aber die ganze Parallelisierung dahinter, die würde einfach neue Leistungsmöglichkeiten eröffnen.
Also ist einiges Potenzial da, ist jetzt nicht so drängend, dass man jetzt das machen muss. Ich glaube, es gibt andere Orte, wo man mehr rausholen kann oder noch mehr Potenzial hat. Halt mit den richtigen Datenformaten arbeiten und so weiter. Okay, vielen Dank. Dann hatte ich das irgendwie in meiner Welt ein bisschen anders verstanden. Jetzt ist noch eine weitere Frage aufgetaucht. Wie gut ist das Erlebnis, in Anführungszeichen, mit einer VR-Brille in so einer realen Geowelt? Also es gibt ja sehr verschiedene Kategorien von VR-Brillen. Also es gibt so die ganz billigen Kartonbrillen, wo vielleicht schon die ein oder anderen ein bisschen mit rumgespielt haben. Und da kann ich dann das Handy drauf geben und das funktioniert schon vom Prüfen gut. Und VR-Brillen, eben diese sind jetzt enorm gut geworden in letzter Zeit. Also die Sensorik ist es immer besser geworden, dass man wirklich das sieht, wo man hinschaut. Also da ist ein enormer Entwicklungsschub. Wie gut das aussieht, bedeutet natürlich, oder kommt vor allem daher, wie gut stelle ich die Sachen dar. Und das heißt, da habe ich, wenn ich natürlich nur Klötze darstelle, dann sehe ich nur Klötze. Also, aber technisch gesehen kann ich hier sehr echte und sehr realistische Darstellungen machen. Und eben die Bewegungen stimmen, das ist eigentlich das, dass ich mich nur mit dem Kopf bewegen muss. Und ich sehe wirklich die richtige Richtung und den richtigen Ausschnitt. Also das funktioniert insofern sehr gut. Und die heutigen 3D-Brillen sind eben jetzt auch bezahlbar. Das heißt, sie sind wirklich keine große Investition mehr. Das sind jetzt Massenprodukte geworden. Es gibt Games dazu, die auf diese Brillen spezialisiert sind. Also hier mehr das Problem, dass es dann fast zu echt wird und dass man vielleicht, dass einem dann schlecht wird oder so. Aber wirklich eben visualisieren kann man sehr gut machen. Okay, vielen Dank für die Antwort auch noch. Ja, danke schön für den Gesamtvortrag.